mag in Teil 3 halt auch diese Ägypten-Musik sehr gerne. Falscher Weg. Wieso, ich muss das auch noch machen? Ja, den grünen Kristall brauchst du doch erstmal. Ja, brauche ich den erst? Weiß ich nicht. Ja. Warum? Weil sonst kommst du, da kommst du ja nicht mehr lang sonst da hinten. Das ist ja eine Sackgasse. Ja, muss ich wieder zurückgehen halt. Ja, weiß ich ja nicht. Ja, deswegen sag ich dir das. Ich weiß ja nicht mehr, was hinter dem grünen Kristall gekommen wäre. Nichts, eine Wand. Hallo O. Halle O. Die Halle O befindet sich direkt hinter Halle P. Und die Halle Julia. Die Julia hat bei mir auch unter dem Rätselvideo kommentiert. Hätte ich auch nicht gedacht. Die Julle? Die Julle. Von Zug Zui? Richtig. Ah! Das ist ja nett. Hallo. Die ist auch nett. Jo, ich weiß zwar nicht, wie sie drauf gekommen ist, aber... Oder hatte das irgendeiner in die Zug-Zui-Skype-Gruppe gepostet? Bei Skype weiß ich jetzt nicht. Das in, war WhatsApp, scheiße. In der WhatsApp-Gruppe steht's drin. Ja, aber da ist sie ja nicht drin. Das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ist sie da nicht drin? Nein, sie ist da nicht drin. Ups. Ist da nicht drin? Weiß ich das gar nicht, wie sie drauf gekommen ist. Vielleicht hat sie dich ja abonniert. Müsste ich mich aber eigentlich dran erinnern. Ach, jetzt kann er wieder den Controller nicht. Man. Siehst du grundsätzlich jeden, der dich abonniert? Bei mir wird das nicht bei allen angezeigt, komischerweise. Obwohl es kann sein, dass sie mich abonniert hat, weil ich habe letztens, hatte ich mein E-Mail-Postfach voll von meinem Dave Durden-Dingens, von dem Kanal. Das kann sein, dass sie mich da irgendwie an abonniert hat. Ich habe es nicht gesehen. Okay. Ich glaube es aber eigentlich nicht. Oder? Ich weiß es nicht. Also ich habe sie auf jeden Fall bei Skype habe ich sie ja jetzt. Echt? Ich weiß, ich habe mich dann noch korrigiert. Ist doch gut. Ja, ich sag ja auch. Ich wollte dich auch nur daran erinnern, das war ja nicht böse gemeint. Nein, weiß ich doch. Ja, nichts. Genau. McQuire. Was? Was? Das ist so herrlich. Yeah. Oh, ja, komm, weiter. Crash, ey, dann bleibt er auch wieder eine halbe Stunde da drin stehen in dem Kackding. Ja, ist halt geschockt, ne? So, sammel das Ding ein. So, jetzt muss ich hier wieder zurück. Yes, have you go zurück. Aber das Gute ist, wenn du jetzt stirbst, dann brauchst du hier nicht nochmal rein. Hast du ja den Grün schon. Obwohl es ja normal nie gut ist, wenn man stirbt. Aber guck, jetzt bist du gestorben und jetzt kannst du den Leben direkt nehmen. Ja, war mir jetzt auch ehrlich gesagt lieber, da zu sterben. Hatte du kannst Bock ja zur Sicherheit mal eben auf Dreieck drücken. Ja. Du hast den grünen Edelstein. Ich hatte jetzt auch ehrlich gesagt keinen Bock, den Weg zurückzugehen. Mal wäre nicht mehr weit gewesen, aber trotzdem. Also bist du mit Absicht gestorben? Nein. Das nicht. Kleinen Moment mal eben bitte. Die Kiste musst du nochmal eben wiederholen, die erste, glaube ich. Die zwischen den Nitro-Kisten am Anfang. Die musst du, glaube ich, noch holen. Stimmt, danach kamen, glaube ich, keine Kisten mehr. Stimmt. Ich glaube, danach kamen keine mehr, aber die musst du, glaube ich, holen. Komischerweise geht die auch nicht mit kaputt, wenn du die TNT-Dinger aktivierst. Die explodiert nicht. Warum auch immer. Mhm. Und dann fehlt sie dir zum Schluss. Das ist ja eine Kacke. Yes, it is. That's a shit. That is really scheiße. America kackt in deine Schuhe. Ich wollte erst den Checkpoint, egal. The reason, Arschloch. Ich kann ja kein Leben verlieren. Ja. America kackt in deine Schuhe. Ich kack in deine Fresse. Das ist so geil. Nee, wissen wir ja nicht, worüber wir reden. Nein, das macht aber auch gar nichts. Doch, das Kulturgut, das muss man kennen. Das wird demnächst auf den Lehrplänen stehen. Ja, das stimmt. Dann kreuzt er die Backen und... Ah!
Ist das jetzt hier dieser Gasse? Oder kann man da auch noch durch? Nee, da kannst du auch nicht. Nee, da kannst du, das ist für die, wirklich die eine einzige Stelle. Wie kommt man denn auf der an der einen Stelle drauf, dass man da durch die Wand springen kann? Also, kommt man nicht drauf. Ausprobieren. Ja, aber ich komme auch nicht auf die Idee darauf, das auszuprobieren, ehrlich gesagt. Ja. Weil ich das für so abwegig finde. Ja, aber das ist halt bei Crash so. Ja, das ist aber doof. Ja, ich finde so Sachen immer besser, wenn man so Anhaltspunkte hat, wie etwas, dass man drauf kommen könnte, so vom Spiel aus. Naja. Das finde ich immer am besten. Ja, ja, das verstehe ich. Aber da bist du bei Crash dann an der falschen Stelle. Heilige Witzka. Was denn? Nix, das sah knapp aus. Nein. Nicht runterspringen! Nein! Warum nicht? Weil du 20 Kisten ungefähr verpasst hast? Ja, ich komme jetzt nicht zurück, oder wie? Nee. Ich habe da das Loch gar nicht gesehen. Und nicht die Checkpoint-Kiste einsammeln, töte dich. Ja, wie soll ich mich denn töten hier? Geradeaus gehen und in die Rohre fallen, die glühenden zum Beispiel. Oh mein Gott! Wow. Ich hoffe, du hast noch ein Leben. Weißt du das nicht? Doch. Ich dachte, jetzt hätte ich dich in den Tod geschickt. Das hättest du dir nie verziehen. Doch. Vor allem, ich war ja rechts auch noch nicht, oder? Doch, warte mal, hier links war... Doch, war ich ja schon. Hier war das Ding, genau, hier war der Kristall. Ja, die musst du auch hin. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Es ist gut, dass du das weißt. Bin ja nicht doof. Das hat auch niemand behauptet. Nur unfähig, das ist ein Unterschied. Na, unfähig würde ich es auch nicht nennen. Doch, ich schon. Oder nenn es so. Ja, ein paar, ja. Weil es so ist. Nicht runterspringen. Ja. Jetzt machst du die erstmal kaputt. Ja. Dann darfst du runter. Hier kommt nichts mehr, ne? Da ist nichts. Das war alles. Jetzt kannst du runter. Und jetzt kannst du auch da. Checkpoint-Kiste. Ach jo, das gibt's ja hier auch. Eine Ausrufezeichen aktiviere. Was machst du denn da? Am Rad drehen. Ja, am Gitter drehen. Er guckt auch ein bisschen so panisch irgendwie, ne? Ja, verständlich. Wenn ich das Gehirn wäre, ich bin ja das Gehirn von ihm, deswegen hat er panisch zu gucken. Warte, warte, warte! Ich sehe das doch. Jetzt. Weiß ich nicht, was es abgeht. Doch, geht auch. Die kannst du nicht kaputt machen. Ich warte, bis er weg ist. Das machst. Bang. Boah, wann ist das denn vorbei? Ja, da vorne ist, glaube ich, schon der letzte Schleuse. Der letzte Schleuse, Alter. Na, es ist cool gemacht, so ist nicht. Ja, das sind auch meine Lieblingslevel hier. Ja, meine jetzt nicht so. Ein paar Minen kommen, glaube ich, noch, ja. Was ist mit denen? Darf ich da... Die darfst du nicht berühren. Das ist der Trick. Warte, die bewegen sich doch! Ja, ich wollte doch dran vorbeispringen. Ja, kannst du nicht. Die bewegen sich hoch und runter und dann musst du warten, bis die unten sind. Nicht so ganz schnell da durchhüpfen. Auch wenn du das Level gern beenden möchtest, kann ich vielleicht nachvollziehen, aber gehe mit Bedacht vor. Geh mit Bedacht, aber geh. Ja. Na genau. Gib Acht, dann findest du es eh. Der lässt aber auch nicht nach einer Zeit von selbst los oder so, ne? Das nicht. Nein, nur wenn du X drückst. Das will ich ja nicht. Nö, würde ich dir auch nicht empfehlen, hier über den heißen Rohren. Weil dann verbrennt der Crash. Natürlich, jetzt wäre die Frage, das spielt ja auf der Welt hier. Ja, es soll die Erde sein, ja. Ja. Wer hat das hier alles gebaut? Ja, gute Frage. Ich glaube eigentlich nicht Cortex, weil der ist ja eigentlich gerade erst abgestürzt mit seinem Raumschiff und würde mich wundern, wenn er das hier alles hingebaut hat. Vor allem, das ist ja Quatsch. Weil, warum sollte er diese ganzen Hindernisse aufbauen, wenn er doch will, dass Crash die Kristalle... Ja, er hat sich aber doch eben auch gefreut, als ich Game Over war, was ja eigentlich schlecht für ihn ist, deswegen... Das fällt ja auch noch da rein, ja, das ist total hohl.